Könnten Sie ganz kurz sagen, warum Sie zur McPlanet gekommen sind? Och, weil mich die netten McPlanet-Leute gefragt haben, ob ich hierher komme. Naja, wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn wir den Versuch machen, Gesellschaft zu transformieren hin zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Gesellschaft, dass wir dafür nicht mehr Wissen brauchen. Dementsprechend die ganzen Strategien über Klimawandel aufzuklären, über die neuesten Befunde der Institute und so weiter und dann zu glauben, dass das Menschen auf den Weg bringt, Dinge konkret zu verändern, das halten wir für falsch. Und der Ansatz von Futur 2 ist einer, der auf die Kraft des Geschichtenerzählens baut, ja, weil Menschen sich nach wie vor im Rahmen von Geschichten selber verstehen, die sie über sich erzählen oder die sie über andere erzählen. Und es gibt halt sehr viele sehr interessante Projekte, Initiativen unterschiedlichster Art, wo Leute beginnen, andere Praktiken zu entwickeln, wirtschaftlich, sozial und so weiter. Und das halten wir für erzählenswert. Gesamtgesellschaftlich weiß man so gut wie nichts über diese Sachen oder hat davon Bilder, das sind irgendwie die Ökos oder die üblichen Verdächtigen. Und Futur 2 recherchiert und erzählt Geschichten des Gelingens einer anderen Praxis. Oder, anders gesagt, es sucht Labore einer anderen Wirklichkeit, Labore der Zukunftsfähigkeit. Und das aber nicht theoretisch oder irgendwie im Konjunktiv, man müsste, man könnte, man sollte, sondern konkret. Und wir erzählen darüber Geschichten in unterschiedlichen Formen, als wirklich Geschichte, die man lesen kann, aber auch manche sind verfilmt, dass man die sich angucken kann oder wie auch immer. In der Perspektive, dass man diese Geschichten erstens weitererzählt oder b, sie selber so überzeugend findet, dass man selber das Gefühl hat, man müsste was Ähnliches machen. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, also für so ein Labor? Ja, also ein konkretes Beispiel ist beispielsweise der Schuhfabrikant Heini Staudinger, der im Waldviertel in Österreich in so einem strukturschwachen Gebiet so eine Schuhfabrik hat, die völlig anders arbeitet als alle Schuhfabriken, die nach Möglichkeit nur aus der Region die Materialien bezieht, der sich selber weniger als 1.000 Euro bezahlt, während seine ganzen anderen Arbeitskräfte das Doppelte oder Dreifache verdienen, der seine Leute mit Öko-Nahrungsmitteln aus der Region versorgt und sonst was und der seine Firma eigentlich als Instrument zur Veränderung begreift, nicht als Instrument, Geld zu verdienen oder Arbeitsplätze zu schaffen, sondern dieses alles ist eigentlich nur ein Instrument dafür, Welt zu verändern. Und solche Beispiele sind wahnsinnig interessant. Und es sind auch interessante Personen, die dann sowas machen, weil sie das nicht ohne Schwierigkeiten machen und weil sie das auch alles natürlich gar nicht glatt geht und so, aber das dann am Ende doch sehr befriedigende Ergebnisse sind, wo auch viel, ja, sowas wie Spaß und Lust am anderen und Lust am Neuen mit verbunden ist. Mhm.